Und jetzt tut's bei der Messlatte, und man dachte, was ist mit dir los? Hey? Was ist mit dir los? Ja, das gibt's nicht. Der tut, also ich hab's jetzt in der Schachtel, ich hab's jetzt nicht ausgepackt. Alter Falter, ja. Also da schaue ich mir richtig, wie ich meinen angemeldet habe. Da ist meiner richtig rotzfrech. Ja, Palim, Palim, schöne Grüße und Servus, grüße euch zu Kult Curse. Erstens einmal Verzeihung zu meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, weil das Feldlazarett offiziell eröffnet hat. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass wir trotzdem Zeit finden für das versprochene Community-Feedback zu der ersten gefinischten Painting-Serie. Und das war in dem Fall die Everrain von Grimlord Games, von Adam Smith. Und tatsächlich gibt es einen Wahnsinnigen, der was gleich Wahnsinniges unserer Community, der was mir Bilder geschickt hat von seinen Miniaturen, und das ist der liebe Florian gewesen, aus dem Frankenreich. Ja, Flo, boom, ne? Sage ich dir nochmal. Ich will ein paar Miniaturen jetzt einfach mal durchgehen. Ich habe mir ein paar Bilder herausgepickt, wo ich sage, okay, die verdienen durchaus einen Kommentar aus meiner Sicht. Vielleicht gibt es nur ein paar Senfattitüden, die was ich da quasi drüber streuen darf. Aber wie gesagt, das ist alles immer nur meine Meinung, so wie der Florian und so wie wir halt immer sagen, alles ist besser als grau. Und besser wird es mit Bacon, ne? Und Cheese. Sonst, ja, ich habe jetzt vor mir quasi am Laptop die Bilder, ich will es aber nebenbei quasi dann im Video irgendwo da unten so ein bisschen einspielen, ja, damit man sieht, was der Florian da quasi hinausgeknallt hat. Ja. Wir haben nicht gleich gemalt, weil ich natürlich gewisse Miniaturen nicht habe. Er besitzt ja Gott sei Dank die Erweiterungen, die was ich nicht besitze. Aber die Miniaturen, die was wir hübsch gleich gemalt haben, die präsentiere ich. Und ich nehme an, er hat sie quasi mir als Vorlage genommen, weil es schaut ziemlich gleich aus. Aber, und das finde ich sensationell und das muss einfach gesagt werden, der Florian besitzt kein Airbrush. Okay? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, im Vergleich quasi dieses Schifferl war quasi the first one. Das ist unter mir wieder nicht eine. So. Das war quasi eines der Bilder, was mir gleich aufgefallen ist. Das schaut fast gleich aus. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel Zeit dass du da investiert hast. Aber vorweg glaube ich natürlich, dass du mehr Zeit investiert hast im Vergleich Airbrush zu Pinsel, glaube ich, ja. Ganz ehrlich, würde ich etwas besser machen? Na, in keinster Art und Weise. No joke. Ne? Natürlich, du kannst bei jeder Miniatur immer sagen, okay, es gibt etwas, was man besser oder anders machen kann. Es gibt Dinge, die kann man akzentuieren. Man kommt bei die Flagge, also bei die Segel zum Beispiel nur ein paar Layer drüber legen mit einer helleren Farbe. Man kann die Schatten weiter hervorheben. Man konnte die Reling machen. Man konnte die Schwärze der Wellen noch schwärzer machen und dunkler und die Spitzen noch heller. Aber ganz ehrlich, Alter, wenn das am Tisch liegt, ist es stimmig und that's it. Ja, letztendlich wollen wir quasi einfach Stimmung auf den Tisch haben, und das hast du bei dem Schiff auf jeden Fall hinbekommen. Ja. Next war quasi der Red Ship. Muss ich mich verdecken, dass es das irgendwie halbwegs funktioniert. Das Red Ship war das von mir. Ja. Wie gesagt, ich habe das fast eigentlich nur mit der Airbrush gemacht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten mit dem Pinsel halt, weil das einfach schneller gegangen ist. Auch hier. Ohne Airbrush, Hut ab zu deiner Leistung. Vorweg, die Bilder sind unbearbeitet, die was ich nenne. Das Wasser schaut sensationell aus. Also das Wasser ist dir wirklich perfekt gelungen. Da würde ich gar nichts anders machen. Das passt zu dieser düsteren Stimmung aus meiner Sicht. Ja. Das muss finster sein, das darf nicht ein helles Wasser sein. Ja. Aber ich habe das ganze Spiel sehr düster gehalten. Ich habe das ganze Spiel hindurch quasi dieselben Farbtöne verwendet, fast bei jeder Miniatur, damit einfach alles halbwegs gleich ausschaut am Tisch oder quasi in einem Farbklang. Ja. Das Rot ist mörderknallig. Keine Ahnung, was du für Farben da verwendet hast, ob das auch Speedpaints waren, gerade in dem Fall. Meins ist nicht so knallig, meins ist ziemlich heruntergesättigt. Ja. Dein schaut echt pipifein aus. Ja, also wie gesagt, das Wasser hat mir, der Wasser schaut eigentlich sogar besser aus als meins. No joke.
Du hast nämlich unten in dem Wellenansatz direkt bei der Base beim Beginn, da bin natürlich ich viel schwärzer drin. Aber ich muss gestehen, deins gefällt mir mehr. Sensationell, Daumen hoch. Okay. Gehen wir weiter zu einem nächsten Schiff. Das sind die anderen Dudes. Ich zeige das wieder mal so ein bisschen her. Wie gesagt, wir haben jetzt die zweite Kamera einfach sparen, das ist super unnötig für sowas. Da, es war glaube ich sogar in der ersten Painting-Session, wie wir die bemalt haben, da haben wir nochmal drum gerätselt, ob das quasi irgendeine Kreatur da unten drin ist oder nicht. Anscheinend ja, weil du hast die genauso gemalt, oder hoffe ich zumindest. Gefällt mir sehr gut. Es ist düster, es passt zu dieser Stimmung. Ja. Muss gestehen, gerade bei dem ist da das Wasser wieder um ein Eck stimmiger gelungen ist wie bei mir, weil du viel mehr das Blau herausgeholt hast, als wie bei diesem Schwarz. Gut gemacht. Es gibt nichts. Also ich bin, no joke, wenn irgendwas nicht so schön ist, wie es genauso sagen. Also nicht so schön. Bitte, so oberflächlich will ich jetzt nicht sein. Ja. Aber es, man muss auch sagen, wenn es gut gemalt ist. Ich weiß nicht, wie hoch deine Skills sind, wie lange du schon meinst. Ja. Aber auf jeden Fall deine Farbstimmung, deine Pinselskills, die sind schon mehr als wie okay. Der Dude ist mir besonders aufgefallen, besitze ich natürlich nicht, aber hey. Da, was mir da sehr gut gefallen hat, waren diese Bloodstains, die was du auf dieser Schürze da drauf gepackt hast. Ja. Puh, ne? Du setzt schon mal das Limit relativ hoch an. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Layer das du da gemacht hast mit der Schürze, ob das quasi nur ein Layer ist und quasi ein bisschen Drybrushen oder ein bisschen Edge-Highlighten dazu gemacht. Ich kann es nicht sagen. Was mir sehr gut gefällt, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es am Foto einfach nicht sehe, aber das ist ein gutes Mini, vielleicht, wo man sehen kann, vielleicht hast du zum Beispiel die weißen Augen sparen können. Ja, weil alles andere ist sehr düster, das mit den roten Bloodstains, also wie gesagt, die Bloodstains passen wirklich perfekt. Und die schauen nicht random aus. Ja, also sie schauen random aus und nicht, also sie wirken so, als wären sie draufgeflogen. Ja, also wirklich bitte fein. Vielleicht hast du die Augen nicht weiß machen sollen, rein weiß. Vielleicht hätte es einfach besser da nur ein dunkles Shade zum Hineinlegen und einen weißen Dipser hineinzumachen. Oder das Weiß einfach nur kleiner machen mit einem schwärzeren Hintergrund. So wirkt es nur hineingekleckst. Ja. Oder du ziehst vielleicht nur einen Pupillenstrich. Je nachdem. Das wäre das Einzige, was ich da vielleicht nur adaptieren würde. Aber ansonsten ist das Mini auch mit diesem goldenen Bracelet kann man lassen. Das war ein Mini, wo ich glaube ich nur mit dem Pinsel gearbeitet habe. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon ewig her. Ich glaube, nein, oder eines meiner ersten, wo ich nur mit dem Pinsel gearbeitet habe, das ist dieser fette Molch da, was immer das ist. Hat prinzipiell sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Was mir bei deinem wesentlich mehr gefällt, ist wie bei meinem, deiner ist düsterer. Also der Kontrast zwischen diesen dunklen Blau-Lila, was du oben lieferst, im Vergleich zu diesem Türkis, das wirkt bei dir viel kontrastiger und viel stimmiger als wie bei mir. Ja, was bei dir vielleicht noch ein bisschen mehr flashen würde, ja, wenn du ein paar Highspots noch setzen würdest, wenn du zum Beispiel die Augen mit einem weißen Tupfen nur betonst und dann ein paar so Bläschen da vielleicht nur mit einer ganz dezenten weißen Schicht gemacht hättest. Ja. Beziehungsweise diese Bauchrillen oder diese, weiß ich nicht, diese Bauchlöcher, die was er da hat, vielleicht nur auf einer Kante oder auf der unteren Kante vielleicht immer nur ein bisschen mit einem hellen Blau oder fast mit einem Weißblau gemischt oder mit einem Türkis oder mit einem Gelb, nicht sogar, vielleicht Türkis-Gelb vielleicht ein bisschen so die Unterkante betonen, dass einfach nur diese Löcher genauso kontrastig herauskommen wie diese Blasen, die was er da auf der Schulter hat. Aber ansonsten Mörderleistung. Ja, die Base ist perfekt. Ich nehme mal an, die hat ja nicht so viel Zeit gekostet. Ich bin nicht so der Mörder-Baser, weil das für mich maßlos verschwendete Zeit ist. Für mich, ja, ich hasse nichts mehr als wie Basen. Ja, dieses Ungetüm, das haben wir wieder gleich. Das war er. Whoop. Zoom in. Ja. Da habe ich nämlich null Farbschema gehabt, wie ich den mache. Es sind sehr viele Miniaturen dabei gewesen bei mir, die was ich nur einfach mit dem Bauchgefühl gemacht habe. Ja. Aber wenn man so alle dann miteinander auf den Tisch schiebt, hat es anscheinend doch gepasst. Gut.
man sieht, du hast da wesentlich mehr Liebe investiert als wie ich, weil du hast natürlich die Flossen rot gemacht im Vergleich zu den unteren Flossen. Da bin ich nur mit der Airbrush-Stufe gefahren, dass ich einfach nur mit der Base fertig werde. Was schwer ist, und deshalb sieht man bei dir auch, sind die Zähne. Ja, also die sieht man bei mir auch, die sind etwas klecksig. Da merkt man einfach, das ist nur weiß drüber gestrichen. Aber da merkt man auch, dass das Molding von der Miniatur nicht sonderlich viel hergibt. Ja, oder nicht viel hergibt, aber einfach, es ist ein Versuch da, ein Detail zu zeigen, aber das ist quasi zu wenig detailreich, um es schön zu bemalen. Da merkt man es, wenn man es bemalt, wie schlecht quasi dieser Mold dahinter ist. Entschuldigung, ich tue mir schon mit der Stimme ein bisschen schwer. Aber ansonsten ist es sehr stimmig. Du hast einen schönen Kontrast zusammengebracht zwischen der Oberfläche, also quasi diesem Rücken, und dem, ich weiß nicht, ob das nur ein Foto ist, das kann ich leider nicht so ganz beurteilen. Und dabei ist es schön dunkel, ja, also das gefällt mir auch unglaublich gut. Ja. Wäre spannend, wie viel Zeit das du investiert hast. Würde mich interessieren, vielleicht bei den einzelnen Miniaturen, das war noch irgendwo spannend. Ja. Ich habe ja teilweise bei den Videos dazu gesagt, wie lange das ich gebraucht habe. Würde mich interessieren, ob du viel länger gebraucht hast mit dem Pinsel. Ja. Glaub schon, aber okay, guys, sorry, kurzer Cut-off, weil das OBS hat sich gerade aufgehängt. Oder Camlink, je nachdem. So wie immer, bei OBS funktioniert nie alles allglatt. Also, Flo. Was ist mit dir angegangen mit der Mini? Ganz ehrlich, hast du da irgendeine Displayqualität verfolgt oder so? I don't know. Ja, ich weiß ja nicht, inwiefern dass ich mich da vergleichbar machen soll zu diesem Ding. Das ist für mich glatt 10 von 10. Ja, das ist weit über Brettspielstandard. Da würde mich interessieren, wie du den Übergang geschafft hast auf den Schultern zwischen diesem Türkis und diesem Grau. Aber dieses Ding ist sensationell gemalt. Ja. Also, was dir da eingefallen ist, keine Ahnung, da kann mir ich eher Feedback von dir holen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Dieses Geschwür ist ein Wahnsinn. Ja. Also für reine Pinselkleckselei, boom, ja, no joke. Also, die, ja, sprachlos. Finde ich echt epochal. Wenn es süß ist, können wir gern tauschen. Kannst du meinen haben. Also dieses Ding ist echt, also wirklich, wirklich, wirklich gelungen. Ja, mit dem Rot, mit dem Blau, mit dem Grau. Mega leiwand. Ja. Und es passen auch diese ganzen Farbkontraste eigentlich super, super, super zusammen. Ja. Der Butcher. Den besitze ich leider auch nicht. Das Einzige, was gut gemalt, das Einzige, was mich da stört, oder stört, bitte nicht negativ zu werten, das Einzige, was ich da, aber ich glaube, das ist ja das Mini zum Teil irgendwo, das ganze Spiel ist ja doch sehr, sehr düster gehalten, ja, in irgendeiner Art und Weise. Und es ist ja alles irgendwo sehr gesättigt gemalt, Entschuldigung, desaturiert, und er wirkt doch relativ knallig. Von der Hautfarbe her sehr so, fehlt die natürliche Blässe, die was einfach für mich in diesem kalten Spiel irgendwo hervortritt. Ja. Ich würde auch zum Beispiel den wesentlich schmutziger machen und vielleicht ein bisschen verblasster, also hätte ich gemacht. Ja. Was bei dir vielleicht noch ein bisschen ein Attachment sein könnte, die Bloodstains würde ich vielleicht noch anders machen. Bei meinem anderen ist das so sensationell gelungen, da wirkt der Kollege, der was so bullig ist und solche Flügel hat, wirkt das ein bisschen zu unproportional. Außer er schneidet die Kollegen einfach wesentlich filetierter quasi zusammen als wie der andere. Aber ansonsten, ja, ich meine, wie gesagt, dir muss gefallen. Ja. Ich hätte ihm quasi, also ich bin kein Hautspezialist, das ist immer das Erste, aber ich hätte ihm, glaube ich, ganz anders angemeint. Ich hätte ihm so angemeint wie das Gesicht. Ich glaube, das Gesicht ist ein bisschen anders, zumindest wirkt es am Foto so. In dieser Blässe, die was das Gesicht hat, hätte ich die Arme zum Beispiel auch gemeint. Dann war es zum Beispiel, hätte es für mich auch passt. Ja, unter Anführungsstrichen. Und sonst natürlich schaut quite nice aus. Ja. Dann gibt es einen nächsten Dude, keine Ahnung, den besitze ich nicht, den nehmen wir mal an, das ist eigentlich so ein Crewmitglied oder irgendein Captain. Ich meine, what the fuck ist mit dir los? Ne? Also das Gold ist mir gelungen, schaut sehr stimmig aus, es schaut, wirkt sehr feinzippelig, was da alles los ist zum Malen. Ja. Ich mag viele Miniaturen nicht, die was so viel Detail quasi drauf haben, dass du nur mehr mit Details beschäftigt bist, und genau so wirkt diese Miniatur, aber du hast das eigentlich sensationell hingebogen. Ja. Wie gesagt, ich kenne es nicht, aber grundsätzlich schaut sie eigentlich
mehr als wie cool aus. Was ich zum Beispiel nicht gemacht hätte, ich weiß nicht inwiefern, dass du von diesem Artwork irgendwie inspiriert bist oder so, ich mache das relativ selten. Sorry. Aber diese komischen Fahnen oder diese Wipfel oder was da oben runterhängen, die hätte ich zum Beispiel nicht in Rot, Gelb, Grün gemacht. Das passt für mich vom Farbschema einfach nicht zusammen. Aber wie gesagt, bitte, das ist nur mein Geschmack. Ja, ansonsten, ob nicht vielleicht diese Kanone oder so, vielleicht Bronzen gehalten hätte sein können, damit oder da ein bisschen einen Bronze-Touch dazufügen. Aber ansonsten, bitte, das ist alles nur Ranzen auf hohem Niveau. Ja. Wirklich auf hohem Niveau. Also grundsätzlich bei deiner Mine hätte ich zum Beispiel nicht diese Wipfel da in Rot-Grün-Gelb angemalt. Das passt irgendwie nicht so mit den ganzen restlichen zusammen. Aber wie gesagt, so dann auf hohem Niveau. Ja. Dann zwei Dudes, die was mir noch aufgefallen sind, die was ich ebenfalls nicht besitze, sind einerseits dieses, keine Ahnung was das ist, dieses Ungeheuer da mit diesem fetten Säbel. Ja. Das Fleisch möge ihm gelungen sein, sage ich jetzt einmal. Ne? Das kann man schon durchaus lassen. Die Augen in diesem Gelb-Grün gefallen mir sehr gut. Und dann sage ich, dieser Fleischton ist zum Beispiel total gesättigt und also gesättigt, total tief gehalten vom Farbton und relativ düster gehalten, mit viel Schattenwirkung, schaut super leibend aus. Das Schwert davor spiegelt sich super, ja, das kann man, da darf man überhaupt nichts sagen, also ich würde den gerne naturell, glaube ich, am Tisch passt das super leibend und stimmig zum Spiegel dazu. Ja. Was du vielleicht noch überlegen könntest, beim nächsten Mal, wenn du dunkles Fleisch meinst, dass du trotzdem vielleicht zwei, drei markante helle Stellen hinzufügst, vielleicht mit einem anderen rötlichen Ton, also fast ins Rosane hinein, einfach, dass du gerade nur ganz, ganz, ganz wenig an Kontrast hineinlieferst. Ja, und sonst Mörderleistung. Okay. Ebenfalls eine, die hat mir auf Anblick sehr gut gefallen, war, keine Ahnung, diese, mit diesen komischen Stecken da, mit dieser Schlange, diese absoffene Lady da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Auf jeden Fall, nice. Gefällt mir gut. Es sind nur teilweise Stellen ein bisschen unsauber drin, wie zum Beispiel diese Handinnenfläche. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht mit der Grundierung bei dir zusammenhängt. Es kann nämlich sein, wenn zum Beispiel die Grundierung ein bisschen unsauber aufgetragen ist, dass halt zum Beispiel diese pixeligen oder wie so eine groben Stellen quasi so ein bisschen hervortreten. Kann sein. Ja. Das heißt, bei der Grundierung vielleicht ein bisschen aufpassen, aber mit Vorbehalt. Ja. Ich kann es leider nicht sagen. Wo du ebenfalls ein bisschen so dieses Körnige hast, sind in dem Rippenbereich da unten, in diesem Brustkorb, bei der Lady, gerade bei der Haar da unten, ob da nicht vielleicht zu wenig Grundierung drauf ist. Ja. Kann ich mir fast vorstellen. Ja, also zu wenig Weiß, weil du hast da, ich sehe schwarz, vielleicht hast du da nur ein bisschen zu wenig Weiß gehabt, dann nur ein bisschen drüber geschadet. Kann sein, dass das vielleicht das Problem ist. Ändert aber nichts daran. Mir gefällt die Miniatur, so wie sie ist, an und für sich sehr gut. Ja. Es kommt natürlich dann immer auf den zeitlichen Rahmen drauf an, wenn du für diese eine Mini oder so ins 3 oder 4 gewesen sei, 5 Stunden gebraucht hast, dann hast du immer just nicht. Das glaube ich nicht bei den Skills, was du vorher bei dem Burschen da festgelegt hast. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Es sind ein paar Dinge drin. Ich glaube, die hätten einfach sauberer enden können. Wann die Grundierung passt. Würde mich interessieren, schreibt doch mal im Kommentar unten drin, ob das auch mit der Grundierung vielleicht zusammengehängt hat. Vielleicht das schon mehr quasi. Ja, aber es sind, glaube ich, Handyfotos, darum sieht man das nicht so gut. Tja, aber unverändert, mein persönlicher Favorite, wo ich mir dachte, okay, Alter, was ist mit dir los, war, ja, quasi der Kollege ist Splitter da quasi unten hinein. Ja, Florian, herzlichen Dank für dein Feedback. Es freut mich, wenn wir dir quasi als Inspiration ein bisschen zu deinem Farbschema geholfen haben. Wir sind, also mich macht es wirklich super happy, wenn ich sowas mitbekomme, wenn wer sagt, okay, cool, wir das machen oder cool, dass wir das so machen. Zwei Daumen hoch, du
besitzt eigentlich alle Skills, die was notwendig sind. Und anhand von der Miniatur will ich mir vielleicht irgendwann am Inspirationen eher von dir holen. Ja. Ansonsten, liebe Leute, so wie der Florian, kennt ihr es natürlich immer irgendwie Feedback-Bilder zu einzelnen Serien schicken. Wir schmeißen das quasi in ein Video ein, geben dann ein bisschen Feedback dazu ab, was wir anders machen hätten können, was wir anders gemacht hätten, was vielleicht besser oder was vielleicht schlechter ist. Wie gesagt, ist immer noch unsere Meinung. Deswegen ist immer das Grundprinzip, alles ist besser als gar. Und um es in den Worten von Florian quasi zu sagen, stay heavy. Ja. Und in meinen Worten sage ich in dem Fall Florian herzlichen Dank. Und ein klassisches Palim, Palim. Und ich bin schon gespannt auf deinen Cthulhu. Falls ich den nämlich kriege, gebe ich mir besonders Mühe, dass ich den reinknall. Servus, Pfittech.